Der WTT Young Lead Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Gear Systems, Bauwerk Parkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Die Firma Mikrob AG mit Sitz in Wittenbach ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von miniaturisierten optischen Linsen spezialisiert. Die Produkte der Mikrob kommen vor allem in Endoskop, in der Medizin und Industrie zum Einsatz. Ganz neu im Katalog hat das Unternehmen Einweg-Kunststofflinsen für Endoskop. Für die Innovation hat das Praxisprojektteam von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, müssen die Marktchancen abklären. Unser Auftrag war für Mikrob AG, um eine Marktanalyse zu machen. Wir haben aber 5 Bestandteile daraus gemacht. Das eine war eine Marktanalyse, das andere ein Produkt, ebenso auch eine Finanzanalyse und Risikoanalyse. Als zusätzlicher Punkt haben wir noch geschaut, in welchem anderen Markt, nebst dem Endoskopmarkt, dass wir da noch reingehen können oder respektive der Kunde da noch eintreten kann. Endoskop werden normalerweise mehrfach benutzt. Das ist aber nicht in jeder Situation sinnvoll. Und darum hat Mikrob Kunststofflinsen entwickelt, die man noch einmal brauchen kann entsorgen. Weil man damit in einen möglichen neuen Markt vorstoßen kann, ist das Praxisprojekt für das Unternehmen enorm wichtig. Wir wollten für uns herausfinden, welche Risiken gibt es und wie werden sie eingeschätzt, wenn es zu einem Markteintritt kommt. An dem Projekt haben Studierende aus 5 Nationen mitgeschafft. Aus Frankreich, Holland, China, den USA und der Schweiz. Die Studierenden haben sich so perfekt organisiert, dass sie praktisch rund um die Uhr und weltumspannend am Projekt arbeiten können. Claudia Brünnimann, ihren Coach von der Ostschweizer Fachhochschule, ist beeindruckt. Die Studierenden waren unglaublich engagiert, professionell. Und ich habe es extrem schön gefunden, wie sie Rücksicht aufeinander genommen haben. Wir hatten Zeitverschiebungen von USA, China. Und wir haben es immer wieder geschafft, dass wir gute Coachings durchführen konnten. Die Datenflut aus mehreren Kontinenten haben die Studierenden in eine umfassende Marktanalyse komprimiert. Das Resultat zeigt unmissverständlich, dass die Mikrob AG mit ihrem neuen Produkt den richtigen Durchblick hatte. Die Empfehlung von unserer Seite her, die basierend auf dem Resultat ist, dass es sehr ein attraktiver Markt wird sein. Er ist jetzt noch relativ klein, er wird aber wachsen in den nächsten Jahren. Darum ist es auch eine Produktinnovation, weil noch nicht so viele Produzenten vorhanden sind, die diese Kunststofflinsen herstellen. Die Studierenden haben für den Auftraggeber ein umfassendes Rundum-Paket geschnürt. Sämtliche wichtige Fragen bei einer Produkteinführung in einem neuen Markt werden beantwortet. Wir als Mikrob AG überlegen, in dieses Geschäftsfeld neu einzusteigen. Deshalb sind gerade die Ergebnisse und die Informationen über den Markt, die uns die Studenten bereitgestellt haben, wie zum Beispiel Marktgröße, Preisinformationen oder Wettbewerbsinformationen, sehr interessant. Die Informationen können wir nur nutzen, um zu überlegen, ob wir in den Markt eintreten wollen oder nicht. Eine Leistung, die das Praxisprojektteam verdient bis ins Finale vom WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung gebracht hat. Die Studierenden hoffen, dass es auch für den ersten Platz langt. Unser Team soll den Preis gewinnen, weil wir für unsere Kunden eine super Lösung können empfehlen konnten und auch die kulturellen Unterschiede von China bis in die USA können optimieren und so das beste Resultat können erzielen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.